Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück hier in Sin My Shuno bei unserer guten Stute Joe London. Leute, es ist passiert. Unsere gute Joe ist schwanger. Natürlich ungeplant, also so mehr oder weniger. Ich weiß, ich habe so ein kleines bisschen Gott gespielt. Aber wir haben uns diese Storyline ja schon vor einiger Zeit gewünscht. Und ich finde, es peppt das ganze Let's Play auch noch weiterhin auf. Wir werden heute natürlich in diesem Part erfahren, was Fabio eigentlich zu dieser ganzen Situation sagt. Ich habe im Spiel auch jetzt noch ein paar Dinge reingeladen. Ich hoffe, dass weiterhin alles gut läuft, aber das Spiel ist ganz normal gestartet. Wir haben jetzt noch den Woohoo Wellness, oder Relationship Wellness oder irgendwie so heißt das Ding. Also für diese Interaktionen, diese ganzen, was man halt machen kann, wenn man schwanger ist. Und Road to Romance ist jetzt drin und ich habe noch No Strings Attached gemacht, damit kann man Friends with Benefits werden und all solche Dinge. Also ich habe da alles geladen, was es von dieser guten Creatorin gibt. Der Luminipopu, ich weiß keine Ahnung, wie man sie ausspricht, aber auf jeden Fall macht die richtig coole Mods und ich bin so, so, so gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Und ich habe die Red Apple Net Karriere reingeladen für unsere Diana 2.0. Auf geht's, Leute. So, und hier steht auch unsere gute Diana 2.0. Wir haben ja nämlich, wir haben Wassereinsparung. I love that not. Okay, also die ist ja jetzt hier fleißig dabei, noch eine Show zu streamen, eine VIP-Show streamt sie, ganz genau. Und auf jeden Fall ist unsere gute Joe jetzt gerade bei der Arbeit. Wir haben alles erfüllt. Boah, Leute, okay, passt auf. Ich werde mal sagen, wir werden das machen, was die Arbeitsperformance erhöht. Ah, und dann bin ich gespannt. Wir sind tatsächlich ja schon auf Stufe 9, ne? Das heißt, bei der nächsten Beförderung hätten wir, dann wäre sie Porn-Superstar. Oh mein Gott, dann hätten wir die Karriere einfach maximiert, Leute. Es ist so schön. Ich bin so, so, so gespannt. Dieses Spiel oder dieses Let's Play entwickelt sich einfach so unfassbar. Fabio ruft an. Hey Cutie, vermisst du mich? Aber selbstverständlich, Fabio. Ah, oh mein Gott, diese ganze Beziehung, ich lieb's ja. Die zwei sind ja jetzt seit dem letzten Part auch offiziell zusammen. Können wir eigentlich gerade? Nee, können wir nicht, weil sie nicht da ist. Okay. Egal. Wieso sind schon wieder die Sachen von Alaska alle weg? Ich habe schon wieder das Gefühl, dass Alaska schon wieder despawned ist. Also nicht mehr unsere Mitbewohnerin ist. Ach, egal. Also, liebe Leute, wir haben diverse Optionen und wir haben Entscheidungen zu fällen. Und dafür gehe ich jetzt gerade auch erstmal kurz. Achso, das war ihr Geld. Okay. Ja, perfekt, 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 perfekt. Okay, Gude. Kannst du mal jetzt vielleicht hier die... hatte ich dir nicht schon mal hier? Ich gebe dir das Pink Fluffy Phone. Such dir mal einen Job. Ich will jetzt mal gucken, ob das geklappt hat. Mit der Red Apple Net Karriere. Ja, da ist sie. Da ist sie. Also, der Job, den wir jetzt mit ihr starten werden, ist Junior Office Coordinator. Also halt erstmal sozusagen die Bürodame für alles, ja. Sie steigt da halt erstmal so ein. Red Apple Net ist eine internetbasierte Firma, die ihren Nutzern halt diverse virtuelle Dienste halt anbietet, ne, von ihren professionell trainierten Mädels sozusagen, ne. Sie suchen halt jemanden, der jung und talentiert ist. Und ja, auch daran interessiert ist, sozusagen die Services weiter zu verbessern. Ich würde sagen, das klingt nach unserer Diana 2.0. Sie wird 40 Simoleons die Stunde verdienen. Here we go. So, jetzt muss ich aber gerade noch mal gucken. Lass mich mal kurz in den Weltenverwalten-Modus gehen. Because, das war mein Handy, das schalte ich jetzt gleich mal auf lautlos. Weil ich nicht weiß, ob ich das Red Apple Net Office schon platziert hatte. Das würde ich jetzt nochmal gerade flott erledigen. So, okay, ich habe das jetzt nochmal abgecheckt und das haben wir auf jeden Fall platziert. Das heißt, dem sollte nichts mehr im Wege stehen. So, wir müssen jetzt mit ihr natürlich auch erstmal Dinge tun. Ich lasse sie jetzt erstmal eine Rede üben, damit sie ihr Charisma aufbaut, denn das brauchen wir auf jeden Fall für diese Karriere. Sehr schön. So.
Hat schon mal die Charisma-Fähigkeit erworben. Perfekt. Sie hat noch 2 Tage bis zur Arbeit. Das läuft, liebe Leute. Ich gehe jetzt mal in eure Kommentare und dann müssen wir hier besprechen, wie es weitergeht. Erstmal hatte Antonia geschrieben, Hallöchen. Hallöchen, zurück. Freut mich sehr. Dann hatte die Evie Kitty geschrieben, sie findet, dass es jetzt wirklich super spannend wird mit Joes Zukunft. Und sie hat Namensvorschläge für das Baby gepostet. Vielen lieben Dank. Ich denke, in diesem Part wird das Baby noch nicht geboren. Aber ich denke, wahrscheinlich dann auf jeden Fall im nächsten Part. Was hat sie jetzt? Dissociate von... Ja, sie wird gleich auch irgendwann mal crashen, aber das soll uns auch egal sein. Okay, so Charisma haben wir schon mal voll, das ist schon mal Jod. Ansonsten geht es ihr gut. Dann kann sie ja vielleicht auch mal ein bisschen trainieren, ne? Weil wir müssen ja immer gucken, dass die Ladies halt in Shape bleiben. So, genau. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Vorschläge. Da ist auf jeden Fall schon was Süßes dabei und dann schauen wir einfach mal. Sie hofft halt, dass wir das mit der Modelkarriere mit Diana machen können. Also es müsste theoretisch irgendwann von alleine sozusagen der Anruf kommen, dass sie für ein Fotoshooting gebucht wird. Müsste theoretisch der Fall sein. Ich hoffe, dass das passiert. Ansonsten muss ich mir nochmal angucken, ob ich alles dafür sozusagen hier im Game drin habe. Aber es müsste theoretisch eigentlich möglich sein, dass wir so einen Anruf dann bekommen irgendwann demnächst. Genau. Sie arbeitet jetzt erstmal hier ein bisschen an ihrer Shape. Das finde ich auf jeden Fall super. Dann hatte die Nadine einige Fragen halt, was die Updates der Mods anbelangt. Ich finde es auch super schön, dass ihr euch da gegenseitig geholfen habt. Also mega cool, ganz, ganz lieben Dank. Ich bin halt leider nicht immer ganz so schnell, ne? Also ich versuche die Kommentare immer alle zu beantworten, vor allem wenn ihr Fragen habt. Aber ich komme halt nicht immer hinterher, weil es natürlich halt auch ganz schön viel ist. Aber da haben dir schon 2 andere aus der Community super viele Tipps gegeben und ich hoffe, dass du es damit fixen konntest. Dann hatte die Sarah geschrieben und jetzt kommen wir mal auf die Wohnsituation zu sprechen. Also, Alaska scheint ja momentan gerade schon wieder irgendwie nicht da zu sein als Mitbewohnerin, ne? Mega schade. Ich fand es auch irgendwie cool, die Zeit jetzt mit Alaska zusammen zu wohnen, aber wir hatten das irgendwann schon mal auch besprochen, beziehungsweise es hatte mal eine von euch vorgeschlagen, ob wir nicht einmal eine Alaska-Folge machen können. Und ich denke, das werde ich auch tun. Ich weiß nur noch nicht, wann ich die Zeit dafür finde. Aber es wird eine komplette Folge nur um Alaska gehen und dann werden wir auch sozusagen, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, was wir tun. Aber ich würde sagen, sie wird nicht mehr weiter unsere Mitbewohnerin bleiben. Sie ist unsere beste Freundin. Sie wird auch immer irgendwo ein Teil sozusagen halt sein, irgendwie vom Let's Play, so am Rande. Aber sie war halt nie der Hauptcharakter, ne? Deswegen würde ich auch tatsächlich es halt so dabei belassen, dass Alaska jetzt in Zukunft auch nicht mehr unsere Mitbewohnerin sein wird. Und die Sarah hatte halt geschrieben, vielleicht so eine Art Zweifamilienhaus, also oben Joe und die Familie und unten die Girls und die Geschäftsräume. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch ungefähr so ein bisschen das, was mir vorschwebt. Das wäre eine Option, dass wir hieraus sozusagen halt irgendwie eine Art zweistöckige Villa bauen, wo wir unten tatsächlich halt den richtigen Geschäftsbereich haben, wo die Zimmer von den Ladies sind, ne? Also man könnte jetzt hier wirklich locker noch ein Stockwerk draufsetzen und dann oben halt nur für Fabio und Joe und das Baby. Das wäre zum Beispiel eine Option, die ich auch, glaube ich, ziemlich gut finden würde, weil an für sich gefällt mir das Grundstück. Ich mag auch den Grundriss des Hauses. Ich mag das Haus halt generell. Also ich finde es eigentlich total schön und würde da jetzt auch sozusagen weiter drin wohnen wollen. Na, das ist die eine Option. Die andere Option wäre natürlich, dass wir ja den Stripclub kaufen, was ja sowieso schon auch der Plan war. Das ist jetzt meine Idee, die ich im Kopf hatte. Und dann sozusagen halt den Stripclub haben und den so ummodeln, ich hoffe, dass das funktioniert, dass da auch gleichzeitig die Mädels wohnen. Also das ist halt wirklich sozusagen eigentlich ja schon fast eher wie ein Puff wird. Also das heißt, dass wir unten halt so diesen Partybereich haben, wo auch die Stangen sind und wo die Bar ist und so. Und dann oben oder unten, ja, oben ist ein bisschen netter, weil dann haben sie wenigstens Tageslicht und Fenster. Und oben dann halt sozusagen die Räume der Mädels. Da müsste ich dann einen Mod laden, dass man halt
Business, also Geschäftsräume auf dem gleichen Grundstück hat, wo man wohnt, weil dafür gibt es einen Mod, meine ich. Und dann könnte man halt sozusagen sagen, dass das Haus hier halt privat wird für Joe und für die Family, ne? Also das wären so die Optionen, die wir haben, die ich auch, glaube ich, beide gut finde. Ich hoffe, das schreckt dich jetzt nicht ab, aber ich glaube, ich mag dich sehr, Diana 2.0. Ich hoffe, dass aus uns vielleicht mehr werden kann. Woher kommt die Liebesbeziehung mit diesem Typen da? Die Frage ist, was würde sie jetzt antworten? Ich empfinde das gleich oder sorry, aber ich empfinde nicht so. Ich glaube, sie ist halt so ein typisches Püppchen und sie würde jetzt sagen, oh, das ist aber toll, ich empfinde das Gleiche. Sie kennt ihn gar nicht. Salim, ich habe keine Ahnung, warum, wieso, weshalb sie diese Liebesbeziehung mit dem Typen hat. Oh no. I don't know. Okay, es geht ihr soweit eigentlich ganz gut. Also sie pennt jetzt zwar schon, obwohl, ja, musst du eigentlich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt momentan nicht viel mit dir anzufangen. Kannst du vielleicht? Dann entleer mal den Müll. Sehr schön. Sie kann sich ja hier einfach so ein bisschen um den Haushalt kümmern. Finde ich gar nicht so schlecht, ne? Geh mal auf die Toilette. Und dann wird sie jetzt eh auch gleich zusammen... Wie lange arbeitet Joe? Oh, danke. Ich dachte schon. Sie hat großartige Arbeit. Joe has been nominated. Okay. Das heißt, sie hat jetzt auch eine Nominierung. Das heißt, wir haben jetzt heute Mittwoch. Aber Leute, ich muss unbedingt mir keine Ahnung, wie viel Zettel hier hinhängen, dass wir am nächsten Dienstag im Spiel unbedingt zur Preisverleihung gehen. Weil sie ist nominiert und Diana 2.0 ist auch nominiert. Ach Gott. Und wie geht's dir? Es geht ihr so... Es geht ihr so lala. Unwanted Pregnancy. Also okay, jetzt will sie irgendwie die Schwangerschaft nicht mehr. Sie hat diese Schwangerschaft nicht erwartet und ist sich nicht sicher, ob sie das überhaupt alles will. Aber hatten wir nicht... Moment mal. Du warst doch... Wieso hast du denn jetzt... Will keine Schwangerschaft? Oh Mann. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Seleska. Gucken wir mal, ob sie immer noch Mitbewohnerin ist. Ja, ist sie. Ist sie. Ist immer noch Mitbewohnerin. Alles wunderbar. Dann geh doch mal zu Alaska und drück mal deine Gefühle über die Schwangerschaft aus. Und dann kannst du ja auch noch diese ungewollte Schwangerschaft mal ankündigen. Das ist halt wirklich eine super geile Interaktion. Ich gucke jetzt gleich mal rein. Irgendjemand hatte das von euch noch geschrieben, dass wir das unbedingt da reinpacken sollen. Und du hattest natürlich vollkommen recht. Das sind die Interaktionen, die wir jetzt hier genau für diese Schwangerschaftssituation einfach brauchen. Fabio, wie wär's mit einer Verabredung? Wie viel Uhr haben wir denn? Das ist voll spät, ne? Ach komm. Wir müssen es ihm ja sowieso sagen, Leute. Wir müssen es ihm ja sowieso sagen. Du scheinst dich gut zu amüsieren, Joe. Also, mein Lieber. Hi. Und da ist es auch direkt. Okay, Moment. Aber können wir... Oh, ich liebe dieses Menü, ne? Was machen wir denn jetzt als erstes? Naja, wir müssen schon die ungewollte Schwangerschaft verkünden, gell? Und Alaska ruft an. Okay, dann klicke ich jetzt einfach mal... Was möchtest du? Schon gehört, ich habe die Beförderung erhalten, über die wir gesprochen haben. Geil, Alaska! Mega! Woo! Alaska hat die Beförderung bekommen. Das finde ich voll cool. Das ist richtig nice. Ich glaube, das ist jetzt vom Base Game neu drin. Kann das sein oder ist das irgendein Mod von mir? Aber ich meine, dass es das Base Game ist, das jetzt diese mehr Interaktionen sozusagen halt reingebracht hat, weil es gab nämlich wieder so ein Update, wo man halt auch sozusagen die Nachbarschaft mehr beeinflusst, ne? Finde ich mega cool. Okay, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, was hier passiert. Sie wird ihm jetzt natürlich die Schwangerschaft... Oh mein Gott, was hat sie denn hier? Extra horny. Okay. Sie ist traurig und er feiert's. Das ist aber ungefähr das, was ich schon erwartet habe eigentlich. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, Moment. Ich muss mir ja gerade angucken, was sie hier hat. Bedauern. Joe ist sehr einfühlsam für andere und wenn sie die Situation oder Gefühle von anderen Sims hört, wird sie emotional. Es tut mir sehr leid. Ich habe nur an mich gedacht, weil beim Betrügen erwischt, was? Not on the same page. Joes Partner is happy about the pregnancy. Okay, also klar. Fabio ist glücklich über die Schwangerschaft, weil er ja auch ganz gerne Kinder haben wollte. Nur das da... Ich
weiß halt jetzt nicht, was sie ihm noch gesagt hat. Aber wie gesagt, ich rede mal noch über die Schwangerschaft. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es hat nur ein bisschen was an der Freundschaftsleiste gemacht, nicht an der Liebesleiste. Das ist schon mal gut. Jetzt gucken wir mal noch rein, was wir noch tun können. Dann lasst uns doch mal mit den beiden zu einem Early Parenthood, also früher Elternschaft, Kurs gehen. Kommst du bitte zurück und machst das jetzt, wie ich das von dir verlange? So. Ihn wird das bestimmt freuen. Ich bin halt sehr gespannt, das ist ein Rabbit Hole, also die verschwinden jetzt. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie sie das jetzt halt aufnehmen wird, ne? Ah, hier steht auch, Moment, das hier ist interessant, das habe ich mir gerade mal kurz durchgelesen. Kick the Coke Habit, also das ist tatsächlich eine glückliche Emotion, dass sie ihre Sucht überwunden hat, Leute. Also es ist Fakt. Jetzt habe ich das erste Mal bekommen, den Mut, dass sie tatsächlich ihre Sucht hinter sich gelassen hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Entzug ging so, ja. Also es war wirklich kaum ein Problem. So, wir warten jetzt, bis die zwei zurückkommen. Ich gucke nochmal weiter in eure Kommentare. Die Kim Ballerina und auch die Iago haben geschrieben, dass sie super gespannt sind, wie es weitergehen wird. Und die Iago hat auch noch geschrieben, ich mag die Art, wie du spielst und du bist eine ganz sympathische. Ganz lieben Dank. Vielen Dank. I try my very best. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich bin ja noch ganz am Anfang hier, mattert ja noch nicht so lange, aber jetzt inzwischen läuft es ja wenigstens mal in geregelten Bahnen und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß immer noch. Vor allem natürlich dieses Let's Play hier. Und ja, es ist einfach großartig. Okay, also Leute, sie sind zurück. Okay, hier steht jetzt Excellent Class, also es muss wirklich ein guter Kurs gewesen sein. Grob übersetzt heißt es, die ganzen Informationen, die sie bekommen haben, lassen sie jetzt auf jeden Fall sozusagen etwas ruhiger sein. Also sie hat jetzt schon mehr das Gefühl, dass sie vorbereitet ist auf diese Schwangerschaft. Ach Girl, weißt du, ganz ehrlich, dann seid nochmal ein bisschen nett zueinander und küss ihn mal. Oh mein Gott, sie kann einfach einen Heiratsantrag machen. Wir müssen doch überlegen, ob ganz klassisch Fabio den Antrag macht oder ob Joe den Antrag macht. Ich meine, sie ist so eine Powerfrau. Ich könnte mir auch eigentlich gut vorstellen, dass sie ihm einfach den Antrag macht, oder? So, Road to Romance, das Date wird immer besser, ja. Das ist mir klar. Das ist mir klar. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Also es wäre ja auf jeden Fall das Nächste, was wir halt tun müssten in unserem Bestreben auch, ne? Nämlich uns verloben und dann auch heiraten. Ich würde sagen, in der nächsten Episode werden wir vielleicht Fabio auch bitten, einzuziehen. Ich finde es schon, redet mal über eure sexuellen Fantasien, why not? Ich würde es schon schön finden, wenn er in die Stadt zieht. Er ist zwar damals natürlich nach Sulani gegangen, weil er halt den ganzen Stress durch seinen bisherigen Job hinter sich lassen wollte, aber jetzt mit Joe und ihrem Business ist es einfach nicht möglich, das von Sulani aus zu machen. Und ich möchte auch ehrlich gesagt in Sinmaishu nur bleiben, ja. Also ich bin mit der Stadt noch nicht fertig und von daher würde ich auch sagen, dass es tatsächlich so ist, dass Fabio zu ihr zieht, obwohl er dort eine Villa hat und er bringt halt natürlich ja alles mit und er wird, das kann ich euch schon spoilern, viel, viel Kohle mitbringen. Also das heißt, danach können wir wirklich das ausbauen, wie wir es uns vorstellen. Vielen Dank für die Verabredung und bis bald. Okay, dann fahren wir jetzt nach Hause. Es war auf jeden Fall interessant. Es geht ihr soweit jetzt ganz gut. Sie hat es auf jeden Fall schon jetzt etwas besser weggesteckt sozusagen mit der ungewollten Schwangerschaft. Und ich denke und hoffe, dass sie auch damit ihren Frieden schließen wird. Ach, Gude, was möchtest du denn da machen? Fabio knuddeln. Ach, du bist ja eine Süße. Du bist ja eine Süße. Leg dich mal schlafen. Du bist nämlich hundemüde. Sehr gut. Diana chillt hier vorne. Du kannst vielleicht mal, was futtern. Irgendwie, ich weiß nicht, seitdem es jetzt Diana 2.0 ist, ich habe irgendwie so null Emotionen der gegenüber. Ne? Das ist schon irgendwie so ein bisschen traurig, aber irgendwie, naja, egal. Gönn dir mal danach ein Schaumbad. So, hervorragend. Und dann kannst du dich ebenfalls auch einfach schlafen legen. Gell? Ja, schön.
in dein Bettchen. So, und zwar habe ich jetzt nochmal geguckt, die Daphne war es, die über den Woohoo Wellness Mod, glaube ich, gesprochen hatte. Aber ich glaube, der Woohoo Wellness, der geht nicht in Verbindung mit Wicked Whims. Man kann, ah nee, das ist der Wonderful Wins, ne? Ach, I don't know, Leute, diese ganzen Mods, die heißen auch noch alle so ähnlich. Ist aber auch egal. Wir haben ja jetzt was drin, womit wir ja auch mehr Interaktionen zur Schwangerschaft machen können. Ich habe auch eigentlich die Übersetzung drin, aber irgendwie greift die Übersetzung nicht. Es ist irgendwie ganz kurios. Manchmal greifen die Übersetzungen, manchmal nicht. I don't know, ich verstehe das auch nicht so richtig. So, Joe, du musst ganz dringend pieseln. Und dann musst du auf jeden Fall etwas essen. Und zwar vielleicht auch etwas Gesünderes als Torte. Maybe. Eier und Toast. I'm fine. Ja? Ach Gott, der hat den Grabstein von Diana Stone einfach bei sich im Inventar, ne? Was machen wir denn mit dem? Stellen wir den hier irgendwo aufs Grundstück? Ich weiß nicht, was ich mit diesem Grabstein machen soll. Ach, egal. Another day. Dann gibt es irgendwann eine Lösung dafür, ja? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Und auf jeden Fall hatte sie geschrieben, naja, und jetzt ist Joe schwanger, da hast du ja schon ein bisschen Gott gespielt, aber es passt halt zur Storyline. Ja, natürlich, wir haben es natürlich forciert. Ne? Sie hatte keine Antibabypille mehr. Natürlich hätte ich nicht unbedingt Baby machen klicken sollen, sondern irgendwie über die ganze Zeit jetzt halt risky, woohoo, ne? Also riskantes Techtelmechtel, aber ganz ehrlich, Leute, wir wollen ja aber trotzdem auch weiterhin Pep da reinbringen in die Sache, ne? Da muss man halt manchmal so ein bisschen nachhelfen. genau, und für Season 2, da sagte sie halt auch, es gibt halt beim Woohoo Wellness Mod den Vaterschaftstest. Ich bin mal gespannt, wenn Fabio bei uns wohnt, dann werden wir auch noch mehr über seine Gefühle erfahren. Ne? Das ist ja jetzt alles immer so ein bisschen schwierig, aber ich kann ja mal gerade ins Profil reingucken, ob es irgendwelche neuen Gefühle gibt. Also sie sind nur jeweils verknallt und tiefe Verbundenheit, bester Freund. Nee, fester Freund, beste Freunde und Seelenverwandte. Also von daher passt eigentlich alles. Ich weiß halt natürlich nicht, wie diese Geschichte mit diesem Betrügen da jetzt vorhin nochmal. I don't know. So, jetzt sagt sie natürlich not ready for this. Sie will was Süßes futtern. Aber da, mein Kleines, da wächst etwas Erstaunliches in mir heran. Also sie hat wirklich gemischte Gefühle, was die Schwangere... Alaska, please stop it. Sie backt immer weiter Torten, Alaska, du Gute. Aber es ist too much, ja? Es ist too much. Was habt denn ihr jetzt alle wieder? So, die zwei sitzen auf jeden Fall hier in ihren Pyjamas und der Kühlschrank ist kaputt. Kein Problem. We have the money. So, dann kann ja mal Diana vielleicht auch gleich hier bitte alles aufräumen. Herzlichen Dank. Sie hat Muskelkater oder was? Ja, sie hat Muskelkater. Okay, Joe, meine Liebe, du machst natürlich keinen heftigen Sport oder irgendwas, aber wir können mal gucken, was hier sozusagen... Achso, Moment, was müssen wir noch? Auf Fan-E-Mails antworten. Das wäre super, weil in 2 Stunden musst du zur Arbeit und ich hätte schon Bock auf die nächste Beförderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier, Fan-E-Mails beantworten. Do it! Dann haben wir das nämlich noch erledigt, bevor sie zur Arbeit geht. Und dann könnte tatsächlich die nächste Beförderung anstehen. Das wäre einfach nur krass, liebe Leute. Alaska, gorgeous. Ist einfach so herrlich. Okay, müssen wir das nochmal machen oder erfüllt er das jetzt zu 100%? Müssen wir mal gucken, Moment. Es gibt neue Brand Deals. Okay, perfekt. Dann, wir stauben einfach wieder alles ab, Leute. Wir stauben wieder alles ab. Das ist immer guter Cash und wir müssen den ja wieder ein bisschen aufstocken zurzeit. Ne? Wir haben ja gut rausgehauen. Joaquin Läschchen, lass mich in Ruhe. Wir müssen auch noch die ganzen Liebesbeziehungen loswerden. Leute, es gibt so viel zu tun. Ich wollte jetzt aber erstmal noch hier den Kommentar noch zu Ende bearbeiten. So, genau, dass man halt durch diese Vaterschaftstestgeschichten, dann weiß man ja auch nicht oder kann anzweifeln, ne, ob der Sim wen auch immer geschwängert hat und so. Finde ich auf jeden Fall mega geil. Wir haben das ja jetzt drin und man kann die dann auch anlügen beispielsweise. Das heißt, da können wir auf jeden Fall noch viele coole Dinge mit tun, liebe Leute. So, die Jojo hatte noch geschrieben, dass es auch wieder toll war. Yay, wir haben den Deal bekommen, was mich ja persönlich nicht wundert.
es wird auch wieder Zeit für ein neues Zuhause und dann ja natürlich auch vielleicht mit Fabio zusammen. Das vielleicht würde ich wegstreichen, weil ich denke, Fabio, dadurch, dass er auch Kinder will und sich ja sehr über die Schwangerschaft freut, wie wir heute erfahren haben, dass er so ein ganz oder gar nicht Mensch ist. Und es war bis hierhin keine leichte Beziehung und sie hat vieles hinter sich, aber ich glaube, die zwei sind auf dem richtigen Weg. Und er akzeptiert das auch alles jetzt so, wie es nun mal ist, so wie ich das bisher zumindest von ihm mitbekomme, was so die Vibes sind. Und von daher läuft das mit Fabio und wir werden definitiv ihn hierher holen. Sie hatte dann ja auch geschrieben, es ist halt ein neuer Lebensabschnitt, ne? Da muss immer Veränderungen her und wir brauchen ja auch Platz fürs Baby. Den haben wir ja hier jetzt aktuell tatsächlich nicht. Ganz klare Sache. Und sie mag halt meine Häuser auch so sehr und findet, dass ich das immer toll einrichte. Ganz, ganz lieben Dank an dich. Also wie gesagt, es ist definitiv safe, dass wir das auf jeden Fall hier verändern. Ich habe euch ja die Optionen genannt. Schreibt mir super gerne euer Feedback dazu in die Kommentare. Es gibt viele Möglichkeiten, ne? Entweder wir behalten hier dieses Haus und machen daraus 2 Etagen, wobei ich bin ein Bungalow-Fan, muss ich gestehen, weil ich finde, Treppen nehmen immer unfassbar viel Zeit in Anspruch. Vor allem auch dann mit einem Baby und so oder Kleinkind später. Ich sehe den Struggle jetzt schon, Leute, ne? Ich sehe den Struggle jetzt schon, aber okay. Okay, wir kriegen das irgendwie hin. Sie kümmert sich einfach schön um den Haushalt, ne? Du kannst mal gerade noch die Post holen, weil ich glaube, da ist auch wieder was Neues angekommen. Es werden irgendwelche Promiseren sein. Ach, Leute. Oder aber wir machen es halt so wirklich, dass die Ladies halt in den Stripclub ziehen, ne? Dass ich das halt Geschäftsräume und Wohnräume für die Mädels halt kombiniere und Joe halt hier alleine mit Fabio und dem Kind wohnen wird, weil dann hätten wir definitiv genug Räume, ne? Dann können wir hier vorne ein Office machen und dann hier halt Master Bedroom oder hinten Master Bedroom und hier vorne Kinderzimmer, dann hätten wir auf jeden Fall genug Platz. Ist auf jeden Fall eine Option. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Ich freue mich drauf. Also es wird auf jeden Fall cool. Es wird dann vielleicht halt eine komplette separate Baufolge geben, weil dann habe ich immer mehr Zeit einfach dafür. Die Angel hatte noch geschrieben, der Hintergrund ist so gemütlich geworden. Ja, es ist vielleicht nicht allen aufgefallen, oder es ist euch aufgefallen, ihr habt mir nichts geschrieben. Ich habe ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Ich habe eine Weihnachtsduftkerze an und das X muss da stehen. Ich dachte so ein bisschen, ne? Müssen wir das ja hier anpassen, weil es ist ja immerhin 14 Tage nur noch bis Weihnachten, so knapp, ne? Leute, 12 Tage. Oh mein Gott, wo ist das Jahr schon wieder hin? So, Birgit hatte geschrieben, Joe hat echt abgenommen. Das konnte man wirklich sehr, sehr gut sehen. Und sie hat sich auch gefreut, dass Fabio sich wieder gemeldet hat. Ich mich persönlich auch. Also ich fand es auch toll, dass er sich wieder gemeldet hat. Ach, sie mixt sich jetzt hier einen Drink, ja? Okay, gönn dir, Girl. Gönn dir. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir gucken einfach, was hier unsere Gute so den Tag über macht, ne? Ich bin da... Wir lassen einfach mal laufen. Joe ist ja bei der Arbeit. Try something new. Ich will mal gucken, wie ist ihre Arbeitsleistung? Die müsste aber eigentlich hervorragend sein. Ja, ausgezeichnet. Also theoretisch steht der Beförderung nichts im Weg. Ich bin gespannt, ja. Ich bin gespannt. Schön, dass das halt wieder geklappt hat. Und ich denke auch, also er hat ein bisschen gebraucht und dann war er ja wieder da. Und das finde ich auch cool, dass das Spiel das halt trotzdem so ein bisschen selber auch steuert einfach. Und es hat ja wirklich super gut funktioniert. Du kannst dich ja mal hier um die Blömschen kümmern. Was hältst du denn davon? Müssen die eigentlich gegossen werden? Nö, das geht denen hervorragend. Ja, alles super. Sehr schön. Und dann kannst du ja mal... Ach, es geht... Och, sie hat Krämpfe. Och je, du armes Ding. Aber du könntest doch mal vielleicht noch eine Show streamen, ne? Und ein bisschen Kohle ranschaffen. Livecam Stream Show. Und danach kannst du... noch eine VIP-Show machen. Sehr schön, sehr schön. Genau, und sie fand es auch gut, dass ich Joe halt direkt von der Straße geholt habe, sozusagen. Das fühlt sich irgendwie falsch an in der Schwangerschaft. Ja, definitiv. Ah, jetzt hat sie den Zusammenbruch. Brain drained. Ja, 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 ja. Okay, sie scheint aber weiterzuarbeiten. Okay, also sie wird jetzt dieses Pink-Ding da verlieren. Also das heißt, sie ist sozusagen Joe nicht mehr hörig, was ich auch gut finde, weil das müssen die halt nicht sein. Ne? Aber der Mod hat es halt so vorgesehen. Ja, genau. Also das heißt, es wird dann verschwinden und dann hat sie auch wieder eine normale Spaßleiste, was ich gut finde. Und jetzt wird sie erstmal kurz crashen. Kein Problem. Ja, und Diana 2.0 regelt das schon. Ich bin so gespannt, was Fabio zur Schwangerschaft sagt. Das haben wir ja jetzt in dieser Folge erfahren. Und
Ich find's cool. Also es war ja schon klar, weil wir wussten ja, dass er gerne Kinder haben möchte. Das hatten wir ihn ja gefragt, auch in einer der Folgen davor. Und er hatte sich dem ja positiv geäußert. Also von daher war es halt super. Die Julie hatte noch geschrieben, Dankeschön fürs Vorlesen. Ja, gerne doch. Gerne doch. Und mach weiter so. Du bist klasse. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, wir werden auch auf jeden Fall anfangen zu streamen, Leute, im neuen Jahr. Habe ich mir vorgenommen, dann solche Dinge wie, wenn ich Sims umstyle, also Sims, die nicht unsere Main-Sims sind, natürlich. Da ist es. Es wird Zeit für Diana 2.0 zur Arbeit zu gehen. Willst du ihr folgen? Here we go, Leute. Here we go. Ich glaube, das wird anstrengend, weil diese Karriere ist nicht leicht zu spielen. Die Ramona hatte noch einen Kommentar geschrieben, über den muss ich jetzt echt schmunzeln. Ja, von größerem Interesse. Bei der Ausstattung ist es egal, was Diana 2.0 anhat. Man sollte vielleicht schon mal für einen Physiotherapeuten sparen, weil die Rückenschmerzen, die sie bekommen wird. Meine Liebe, das ist genau mein Humor. Das ist genau mein Humor. So, also. Wir sind angekommen. Welcome to Red Apple Net. Also erstmal willkommen, ja. Ich lese mir das kurz durch und werde es euch sinngemäß übersetzen. Also, erstmal herzlich willkommen und Gratulation für den ersten Tag hier bei Red Apple Net. Wir werden schnell herausfinden, dass diese Firma nicht gerade den besten Ruf im Erwachsenen-Entertainment hat. Es gibt eine Menge an herausfordernden Tagen in unserer Zukunft und wir müssen und wenig Entlohnung dafür. Wir, sofern wir die Karriereleiter nach oben klettern wollen, ist es ganz wichtig, dass wir vielleicht unsere Prinzipien ein wenig herabschrauben sozusagen oder, naja, sie ein bisschen verletzen, um dann sozusagen einen etwas anderen Weg einzuschlagen. Und wenn wir mehr Geld verdienen möchten, dann sollten wir, oder eine Beförderung wollen, sollten wir unbedingt mit unserem Boss sprechen bzw. uns gut halten. So, das ist ihr wunderschönes Work-Outfit. Wird sie jetzt immer noch crashen oder geht das jetzt? Okay, geh erstmal pieseln. Ganz wichtig, dass du mir hier nicht direkt am ersten Tag irgendwo ins Büro pieselst, ne? Clean a desk, also einen Schreibtisch aufräumen. Säubern, perfekt. Machen wir das doch direkt mal als erstes, nachdem sie pieseln war. Wo ist die Toilette? Da, supi. Also, wie gesagt, wir haben jetzt hier erstmal die klassischen Bürohelferlein arbeiten, wie ihr seht, ne? Dir wird nie jemand glauben, das weißt du, oder? Wer bist du? Und nö. So, jetzt macht sie erstmal hier wunderbar den ersten Schreibtisch sauber. Okay, der ist schon mal sauber. Dann säubern wir noch den hier. Dann haben wir das schon mal erfüllt. Chat with Coworkers. Okay, also das heißt mit Kollegen unterhalten. Dann mach das doch mal, stell dich mal freundlich vor. Wow, parallel kommt hier, befördert zu Porn-Superstar. Joe hat ihre Karriere maximiert. Leute, ich kann es nicht glauben. Also, sie wurde befördert, ist jetzt Porn-Superstar. Sie verdient jetzt 120 mehr, insgesamt 375 Simoleons die Stunde. Sie hat zudem einen Bonus von 5.100 bekommen und arbeitet jetzt noch 3 Tage die Woche. I can't believe it, Leute. Das ist so irre. Also in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall eine fette Party schmeißen, ja? Ganz ehrlich. So, jetzt machen wir erstmal hier den Arbeitstag mit Diana noch fertig. Und gucken, dass wir hier einigermaßen klarkommen. So, jetzt kannst du hier einfach mal dich mit denen hier und mach mal einen Witz. Und dich unterhalte ich über Büroaffäre tratschen, genau. So, und danach müssen wir eine Toilette putzen. Super, machen wir auch. Okay, das hat irgendwie nicht gezählt. Müll leeren, okay. Diese Tätigkeiten scheinen auf jeden Fall zu funktionieren. Wo ist denn hier ein Mülleimer? Ah, hier. Müll leeren. Super, mach das mal. Jetzt ist sie wieder zusammengecrashed, ne? Oh, scheiße, das ist natürlich richtig blöd am ersten Arbeitstag, dass wir diese Herausforderung da jetzt gleichzeitig haben. Aber egal. Wenn wir halt jetzt am ersten Tag nicht eine Glanzleistung abliefern, so what, Leute, ne? So what. Und sie muss auch dringend pieseln. Schön. Sie wird sich in die... War sie nicht eben erst auf Toilette? Ja, es war so klar. Was? Er endet schon in einer Stunde? Oh mein Gott, Leute. Das wird niemals einigermaßen funktionieren. Kannst du es einfach lassen? Kannst du wenigstens noch den Müll leeren? Komm, komm, leer mal den Müll, dass wir wenigstens das irgendwie vielleicht noch hinkriegen. Haben wir noch irgendwo einen Mülleimer? Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Jetzt gibt es hier natürlich keinen vollen Mülleimer mehr, ne? Da ist noch einer.
Hier, Müll leeren. Komm, mach mal schnell. Schnell, 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 schnell. Sehr gut. Und schon wieder einen Schreibtisch putzen. Naja, gut, okay, meinetwegen. Das kriegen wir vielleicht noch hin. Diana 2.0 hat einen schrecklichen Job heute gemacht. Zum Glück konnten die Arbeitskollegen das Ganze sozusagen fixen und retten. Es hat eigentlich nicht wirklich jemand wahrgenommen. Oder vielleicht doch. I love it. Das wird interessant. Also ich habe schon mal von einer von euch gelesen, dass diese Karriere zu spielen echt schwer ist. Aber egal. Dann hat unsere Diana 2.0 wenigstens richtig was zu tun. So, du Gute, dann geh dich halt mal kurz ein bisschen entspannen und unsere gute Jo ist zurück und es geht ihr absolut hervorragend. Wie wär's, wenn du nochmal einen weiteren Deal annimmst und sozusagen dann nochmal ein bisschen mehr Cash reinbringst? Dann machen wir einmal den und dann machen wir noch direkt einmal den nächsten, ne? Weil we need the money, money. Das lassen wir sie jetzt gerade noch erledigen, damit sozusagen die Kohle reinkommt. Und dann können wir jetzt gleich auch mit allen zusammen vielleicht noch die TV-Staffel-Premiere gucken. Sofern die noch verfügbar ist. Okay, sie haben leider nicht angenommen, aber ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So, warte mal kurz. Zur Runde hinzufügen und Alaska ebenfalls. Zur Runde hinzufügen und dann kommt schnell zusammen Fernsehen und dann Premiere anschauen. Aber wir haben den 10.000 Simoleons-Job bekommen. Geil. Geil, geil, geil. Sehr schön. Sehr schön. Oh, da war gerade wieder noch eine negative unwanted, ja. Also sie ist immer noch. Und halt das mit dem Betrügen, ne? Also, gutes Girl. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Du hattest mit keiner anderen Person eine Beziehung. Oh mein Gott, wie sie guckt. Wie sie einfach guckt. Das arme Ding. Das arme Ding. Oh wei, oh wei, oh wei. Liebe Leute, ich werde den Part jetzt an dieser Stelle beenden, weil wir müssen uns einfach einig werden gemeinsam. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback zur Wohnsituation. Ihr kennt die Optionen. Ich bin gespannt. Ich fände beides cool, aber vielleicht tendiere ich ein bisschen mehr dazu, tatsächlich die Girls in den Club auszulagern und hier im Haus nur noch mit Fabio und dem Kind zu leben, dass sie einfach ein bisschen mehr Privatsphäre haben, so für sich. Und vor allem, weil ihr werdet es sehen, Fabio wird es sich leisten können. Ne? Ich glaube, ich werde dann einen neuen Grundriss laden, wenn ihr schöne, so einstöckige Villen kennt, ne? Wenn ihr da einen Tipp habt für mich, dann lasst mir den super gerne in den Kommentaren da, wenn ihr vielleicht sogar selber mal was gebaut habt. Ihr müsst jetzt bitte nicht extra was bauen, außer ihr habt total Bock drauf, dann feel free. Also ich bin halt nicht die Beste, was so Grundrisse anbelangt und halt so schönes Exterior, aber einrichten kann ich halt ganz okay, ne? Und es macht mir auch am meisten Spaß, gebe ich zu. Dann lasst mir gerne einen Tipp da, und ja, dann schauen wir einfach mal. Ansonsten suche ich mir irgendwas Schniekes aus. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Gebt dem Video super gerne ein Däumchen nach oben, wenn es euch Spaß gemacht hat. Das ist immer schön für den Algorithmus. Und wir lesen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao!